Moin Moin Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren F1-22 mit Dodo, Mike, Alex, mir, Kevin und Felix. Hey. Auf Portugal. Mit der Hasskurve. Todeskurve, Entschuldigung. Portugal. Bin mal gespannt, ob's Haas raushaut. Welche ist die Todeskurve? Wirst du dann sehen. Okay. Wirst du dann sehen. Wenn du da die Curbs berührst, bist du weg. Ja, dann drehst du dich. Das ist auch so ein Japan. So ein Japan-Curb. Ja, Wildfett. Ach, Alex hat seinen Hamster nicht gefüttert. Warum? Weil du lädst. Ja, ich weiß auch nicht warum. Kann dir meinen Eagle ausleihen, der rennt vielleicht ein bisschen schneller. Alter, Vodafone drosselt mir mein Internet momentan. Ich weiß nicht warum. Hab ich das Gefühl. Vielleicht bauen die was aus. Ach, hier ist irgendeine Firma Gödel oder sowas, die wollen hier komplett ausbauen. Alter. Ja, die sind bei uns im Dorf. Regen. Ja. Regenrennen. Oh nee. Aber nur der Start scheinbar. Darf ich gegen die Wand fahren? Ach nee, gibt ja Punktabzug. Motor läuft, es kann losgehen. Ich glaube, Alex Seovic ist vor mir. Yes. Ach ne, Chris. Ja. Ich bremse ganz schnell ab gleich. Also nicht in mich reinfahren. Ich fahre jetzt direkt hier. Danke. Da ist ja noch so ein Hass. Fahr mal vor. Fahr du doch vor. Ich fahr so langsam hier, ich bleib ganz entspannt. Ja, dann lass warten, bis Dodo ein bisschen weiter weg ist. Was mit mir zu tun? Ach, alles. Ausrin. Doppelkill. Okay, Norris ist vor mir. Oh Gott, ich hab die Kurve entdeckt. Nee, ich bin gerade durch die Kurve gefahren. Jetzt fährt Kevin durch die Kurve. Ich bin aber fast schon wieder weggedreht worden. Boah, die Berge sind ja richtig eklig, ne? Mhm. Ja. Weißt halt nie, was danach kommt. Hier fährt Hamilton, geh mal weg. Hey, Hamilton! Eigentlich das F-Wort sagen. Danke, Norris. Ich bin auf der Strecke. Holy fucking shit! Alles in Ordnung? Das war eine. Und ich krieg die 5 Grid Platz. Ja, ey. Norris dreht mich, der Wichser. Ist Alex in dir rein oder in Norris rein? Alex in mir. Alex tot? Achtung, Alex steht ja auf der Strecke. Hast du Hallo, Schaden Alex. Gekriegt, Alex? Chris? Mike? Boah. Nee. Doch, linker Frontflügel ist gelb. Mies. Der eigene Teamkollege dreht dich, also von Alex dreht dich raus und ja. Dein Teammate fährt rein. Ich hab grad noch gedacht, Mike, wo du da gerade auf die Strecke wieder bist, ich sterb. Okay. Warum werde ich jetzt angerufen? Wenn es nicht wichtig ist, einfach ignorieren. Meine Freunde. Okay, das ist wichtig. Bei dir vielleicht, ja. Ach Mann, nee. Kevin. V8
Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Ja, da. Okay. Lol, mein Bot hat einfach die schnellste Runde gefahren. Was? Nee, du hast ja eben die Runde schon gefahren gehabt. Ah, oh, okay, dann war, hab ich, weil ich Pause gedrückt habe, war das wahrscheinlich auch da. Okay. Dann war das ein Anzeigefehler. Mike, fährst du gerade erst Topzeit? Ich? Nee. Bei mir ist rot alles. Okay. Nee, sonst hätte ich vorbeigelassen. Nee, nee. Weil ich habe keinen Sprit mehr. Ich auch nicht. Ach, hast noch, bist noch nicht in die Box gefahren? Nee. Ah, okay. Also wolltest erstmal Zeit fahren? Ja. Von 300 auf 60 runter. Ja. Und die Boxenentfahrt ist ja mal angenehm. Die ist gut, ja. Wenn sie da den nicht diesen automatisch drin hatten, hätten, dass der bremst, würde ich mich fragen, wirklich, wie oft da Leute über den Hügel wegschießen würden. Ist eine gute Frage. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Ja, ich kann mir Magnus in die Garage gucken. Aha. Ah. Was haben die denn gerade? Ah. War vielleicht ein bisschen im Ton vergriffen. Ein wenig. Ah. Aha, ein Aston Martin. Zwei Aston Martin in der Box. Alter, was ist mit Gasly? Ach komm. Theoretische Bestzeit der Session. 1.19.600. Ah, cool. 1.19.601 ist meins. Mike, du wieder draußen oder Vettel? Ich. Chris ist beim Temporad da erster. Mike zweiter. Ah, Dodo 13. Bei 1. Was? Bei Sektor 1. Oder was meinst du? Temporad. Temporad. Achso, ja, ja. Möglicherweise habe ich mich hier oben gedreht, Mike. Ja, den Hügel hoch. Ich bin 20. auf dem Temporadar. Ach, ich bin noch vor dir. Hi, Mike. Hola.
drei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Warte noch. Kevin. Ah. Das war's mit dem ersten Platz. Was? Doch nicht. Lol, Alter, ich hab die ersten beiden Sektoren auf lila. Nee, du hast den zweiten bei mir. Nee, ich hab den ersten beiden tatsächlich. Also so wurde's mir angezeigt. Nur den dritten habe ich wieder verkackt. Also den ersten habe ich 22,5,2 und du 22,5,7. Laut Tabelle. Ja, dann hat er mir das falsch angezeigt, der Lutscher. Ich finde das aber nicht cool, dass du mir meine Rundenzeit kaputt machen willst. Ja. Doch. Das war abkürzen. Nein. Doch. Taktisches Mitnehmen. Scheiß war das taktisches Mitnehmen. Ich hab das ganz genau gesehen. Ich guck dir nämlich gerade die ganze Zeit zu. Schon bevor du dich gedreht hast. Dann wird es Kevin. War vorbei. Und Kevin fährt raus, da kommen wir ja wieder bei dem drauf. Ja, also nee, okay. Mit dem Modus, wo ich gerade fahre, funktioniert das nicht. Modus fährst du denn? Erste Stufe von Höchstgeschwindigkeit. Das habe ich eben schon versucht, deswegen bin ich Temporadar 1 gewesen. Aber ich werde das jetzt wieder runterstufen, das funktioniert überhaupt nicht auf der Strecke. Viel zu viele Kurven. Ja. Bringt halt nichts, wenn du nur ein oder zwei Geraden hast. Ach, voila, Ahmed. What the fuck? Komm los, Mike, hol's dir. Hey, nee. Lass mal gut sein. Ich bleib bei der Zeit. Fertig als Zweiter. Hey Jungs, was geht? Hey Freunde, ihr seht alle so blass aus. Trinkt mal ein bisschen mehr. Okay. Prost. Prost, Mike. Lass dir schmecken. Siehst du, ich hol mir ein Energy. Ich hab grad einen in meiner Hand. Ich hab was anderes in der Hand. Dein Controller? Ich sag jetzt nichts. Nee, einen großen Totschläger. Die Anaconda. Erstmal gucken, was Aston Martin gerade macht. Aha. Ich habe Informationen gesammelt. Aber dass sie wieder hinter dir sind. Ah, verdammt. Die Informationen habe ich nicht eingesammelt. Ach, wie denn? Mike ist ja vor mir. Ja. Ich bin auf den vierten gestoßen. Was hast du denn das gemacht? Ich wollte über Boxen, die fahren in eine Runde. Ach, Mann. Ey. Ja, was ist denn das für ein Scheiß? Das wird Alter. Nix. Erstens zwei Sektoren lila. Ja, das sind Fail-Informationen von der Rennleitung. Ich habe wieder zu viel Warsteiner gesoffen. Deswegen kann das ja wohl nicht Warstein. Kann das sein, dass er die schnellsten Rundensektor nur nimmt, wenn du auch die schnellste Runde gefahren bist? Nein. Dann verstehe ich nicht, warum ich trotzdem immer noch den zweiten Sektor schneller habe als Kevin. Will doch.
Boah, ich sag's euch, ne? Würde das wirklich so funktionieren in der Formel 1, dass du mit Vollspeed in diese Boxeneinfahrt fährst und der dich schlagartig runterbremst, die Fahrer werden ohnmächtig, bevor sie überhaupt ansatzweise an der Box wären. Deswegen dürfen die Kinder das nicht zu Hause nachmachen. Chris, das ist ein verdammtes Formel 1 Auto. Woher sollen Kinder Formel 1 Autos haben? Ja, sowas gibt's. Falls dir so ein bisschen mitten einschenkt, weil du Krebs hast. Ja, genau. Der schenkt ja allerhöchstens einen Besuch. Hey, der hat sogar schon eins geschenkt, glaube ich. Glaube ich nicht. Weil nur, dass Hamilton einmal verurteilt wurde, weil er den Unterschied zwischen der Rennstrecke und der normalen Straße nicht kannte. Ja, das hört sich nach Hamilton an. Ja. Das ist, glaube ich, mit 300 über die Autobahn oder sowas. Oder 400. Sehr gut, dass die Bots jetzt rausfahren. Da bin ich ja nochmal glücklich vor die gekommen. Knapp vor Mike. So Mike, jetzt musst du nochmal eine raushauen. Ja, ich hab gerade schon mein bestes Team, aber irgendwie... Eine geht noch. Eine geht noch, eine geht noch rein. Ah ne, ja, hier schon verbremst. Kacke. Oh, das war verbrennt. War verbrennt, mein Freund. Sehr gut, sehr gut. Oder fährt ein MC Laren raus? Sektor 1, Sektor 2 gelb. Ja, ich fahr langsam, alles gut. Ja, lass mich bitte vor. Ich will himmelblau, himmelblau, schalala. Ach oh, stimmt, morgen ist Friendly Fire. Ja. Ja. Geil. Riech Bock drauf. Einer der besten Events wenigstens. Ja. Hey, das Kader-Event war auch geil. Nein, also so vom allgemeinen Sinn her, was Spenden angeht. Das wer ist dieses Jahr dabei? Alle, die in dem Trailer dabei waren. Hab ich den Trailer noch gar nicht gesehen. Der war auf YouTube. Schön. Hab ich ihn gesehen? Ja. Weiß ich doch nicht. Er kann ja auf YouTube sein, aber hab ich ihn gesehen, hat das nicht beantwortet. Woher sollen wir wissen, ob du ihn gesehen hast? Echt mal, ey. Nee, ich meine, ich habe zu Chris gerade gesagt, hab ich ihn gesehen? Was sagt er? Der war auf YouTube. Schön, es sind Millionen Videos und sowas auf YouTube. Die hab ich auch nicht gesehen. Ja, aber woher sollen wir dann wissen, ob du ihn gesehen hast? Das hat ja nur erwidert, dass er auf YouTube ist. Weil ich YouTube großteils für Musik nutze. Dann musst du ihm antworten, nein, Chris, ich habe ihn noch nicht gesehen. Nein, Chris, ich habe ihn noch nicht gesehen. Guter Junge, das gibt eine 2 Plus. Halt die Schnauze. Er war stets bemüht. Solange ich keine 1 Minus krieg, wie damals in einem Referat, was Dodo und ich zur Prüfung machen mussten. Alex... Wir ja, ich weiß, nicht... du hast mehr geredet als ich weiß. Ich habe auch mehr gemacht dafür. Konnte ich ja nichts dafür, dass ich kein PowerPoint kenne. Dann... Ich kann auch nicht. Klar kanntest du es vorher. Ja und? Ich musste mich ja auch... Du hast doch bei deiner Lehrerin damals schon als Referat gemacht, hast gesagt. Ach, keine Ahnung. Dodo hat ja. Safe vorher die Lehrerin flachgelegt. Der hat vorher abgesprochen, dass du schlechtere Noten bekommst. Das war ein Lehrer, bei dem wir das gemacht haben. Ja, Loch ist Loch. Boah. Als ob du das juckst. Schon wieder schnellste Runde, 1:19.526. Ja, der hat an. Ja, das waren, keine Ahnung. Drei Kurven abgekürzt. 20 Hundertstel. Endlich, Alter. Jetzt kann ich auch mal wieder fahren. Nachdem ich ja so dreckig hier raus befördert wurde. Scheiße sein, so lange zu warten, ne? Was? Hast du sogar ja. Die Strafe noch gekriegt? Ach, verdammt, Mike. Oh. Himmelblau. Himmelblau. Wir sind tatsächlich eine Minute früher fertig mit dem Qualifying als jetzt auf Mexiko. Fällt mir gerade mal auf hier. Oh nein.
Komm schon. Richtig Bock, ey. Der Himmel ist nicht mehr blau. Ich will blau. Himmelgrau. Himmelgrau. Das für die Reifen. Alter, wie schnell ging das denn jetzt hier? Wie schnü? Kevin, bin links von dir. Zü! Oh shit! Oh! Du bist so mies, Junge. Wow. Kevin kaputt? Nee, Gott sei Dank nicht. Bin rechts. Alter, ich seh nicht! Werd hinten einfach angeschoben und Trophy schoben auf die anderen. Ich werd seitlich einfach geschoben. Oh, Hamilton, Alter. Dankeschön, ich werde auch gedreht. Ja, Hamilton war ganz schön aggressiv gerade. Gut. Ja, das sagt derjenige, der uns allen rein ist. Ja, doch, mein Freund. Ich bin niemandem rein, ihr seid mir rein. Ja! Ich hab's voll auf Aufnahme, wie du Lore Entschuldigung gesagt hast und gerade aus durchgeschossen bist. Das gibt einen Abzug. Durchgeschossen. Hallo! Albon! Was war das denn, Dolo? Och, Albon! Oh, wo will ich denn hin? Ich hasse dich, ich hasse dich, dich verfluche. Deine ganze Familie, deine Kinder, deine Enkel, ja, deine Urenkel, piep, alle. Piep, 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 piep. Was ist an dem Wort Enkel so schlimm? Bei mir auch gerade. In dem Zusammenhang, was er gesagt hat. Was ich gesagt habe, ich verfluche sie? Bin ich ein Medizinmann oder was? Wer weiß, was du alles bist. Schamane. Was sollst du? Hexe Baba Yaga. Gesundheit. Vielleicht ist er auch Manuel Neuer und die sind im Stadion. Und nicht auf der Rennstrecke. Und ich fahre keinen McLaren, sondern einen Red Bull. Verfluche, wer auch immer mir meinen Frontflügel kaputt gemacht hat. War Chris. Chris. Dodo. Chris. Nee. Dodo. Christopher Dodo. War Chris, ich hab's voll auf Aufnahme. Ja, ja. Alex, das Geschehen kannst du ruhig bei mir einblenden. Für die Reifen. Alter, wie schnell ging das denn jetzt hier? Wie schnü? Kevin, bin links von dir. Ich sehe ja gar nichts. Oh shit! Oh! Du bist so mies, Junge. Wow. Und dann ich hab auch nicht. Alles auf Aufnahme. Ja, weil du es wieder warst. Nee. Das werden Doch. Wir ja sehen. Du hast ja noch Entschuldigung gesagt. Ja, weil ich an euch vorbeigerast bin. Nee. Aber ich bin niemandem reingerast. Doch. Nee. Mann, ist das eine Pisse, ey. Bist du ganz hinten, Mike? Wetterbericht. Haben wir dich einmal durchgereicht? Ja. Oh, 20 Minuten starker Regen, kurz schuld, vergessen, ne? Dass das ein Trockenrennen wird. Ja, ja. Ich bin immer schuld. Alter, Russell, hebt das Auto gleich um die Kurve, Alter. Schade, dass du im Mercedes sitzt. Ja, bald sitzt Alter, ich da. Berg anfahren ist schwierig. Trotz, dass ich gar kein schnelles Setup habe, ich rutsch trotzdem. Ich nicht. Ja. Verpiss dich, Russell. Keiner mag dich nicht mehr, Mercedes. So sehr kann man einen Ruf zerstören. Einfach zu Mercedes wechseln. Kann das wieder heißen? Nix. Was für unerlaubtes Überholen, das war absolut sachgerecht. Ja, wie auf der anderen Karte, ich weiß nicht mehr, wo das war. Wo du auch gesagt hast, was das für unerlaubtes Überholen ist, wo du vorher voll übers Gras gebrettert bist. Nee, das war jetzt wirklich eigentlich ein sachgemäßes Überholen. Deswegen verstehe ich nicht, warum ich hier jetzt fertig gemacht werde. Und ich den Platz an Gasly zurückholen geben muss, obwohl ich ihn jetzt schon wieder überholt habe. Ob es regnet ein bisschen, machst du DRS an. Ja, genau. Wetterbericht. Hab in die Box rote Reifen drauf. Ja, super, Frankreich. Rutsch halt die ganze Zeit runter von der Strecke. Ja. Ich nicht. Och, Albon, bitte. Du fährst Rennauto. Kein LKW. Muss man nicht so langsam fahren. Du musst ein LKW hat mehr, je nachdem welcher, hat mehr PS als ein Formel-1-Auto. Ja, und? Ist aber nicht schneller im Anzug und nicht in der Beschleunigung. Alter Albon, du bist so ein Hurensohn, ne? Dass du überhaupt was siehst mit deinen Augen. Das ist das erste Mal, dass Kevin richtig hier abgeht gerade. Ja, nee, ich glaub nicht. Zweite, dritte Mal. Piss dich von der Strecke. Oh, ho, 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 ganz ruhig. Verstappen, du bist nächster. Ruhig, Brauner, ruhig.
da holt er den Hengst raus. Alonso! Hallo? Oh Mann, Alter, die Kurve. Viel zu früh gebremst. Will der nicht eigentlich auch mal irgendwann aufhören, der Typ? Nee, der ist ja jetzt zu Aston Martin gewechselt. Gott. Der fährt noch ein bisschen. Der fährt noch 2 Jahre höchstens. Höchstens. So. Der fährt doch schon, Junge. Seit ich denken kann, ist Alonso in der Formel 1. Aber er ist ja auch meistens eigentlich auch immer gut dabei. Wo er bei Ferrari war. Dann hast du angefangen zu denken, muss ja nicht ewig her sein. Können so 20 Jahre sein, ne? Wann, Carsten? Komm du erstmal in mein Alter, Freundchen. Reden wir weiter. Toll! Wow! Vielleicht fängst du dann auch an zu denken. Alter, Leute, bitte. Du hast dich doch noch eben auf Regenrennen gefreut. Was ist denn da hinten jetzt los? Ja, wird mit Frontflügel. Ach, unerlaubtes Überholmanöver, verpiss dich, du. Siehst du? Dodo hat doch Safety-Regeln schon wieder auf streng gemacht. Dann hätten wir schon längst. Oder etwas strenger. Nein! 3 Sekunden. Ich nicht. Ich hab sachgemäß überholt. Ja, auch bei dir wären da safe schon 3 Sekunden drin gewesen. Nö. Ja, ja. Unerlaubtes Überholen. Du bist ein unerlaubtes Überholen. Hier ist unerlaubtes Überholverbot. Hä? Laberst du, das macht keinen Sinn. Muss es mal alles Sinn machen? Ja. Du lebst in einer komischen Welt. Ja, ich weiß. Der Steinzeit. Wo Steine... Alter, Verstappen, bitte. Wo man noch Steine zählt, ja. Du bist schlimmer als meine Oma und ich fährt mit 60 über die Autobahn. Hey, meine Oma fährt 50 durch die Stadt. Im Hühnerstall. Motorrad. Durch den Hühnerstall. Nein, du hast gerade gesagt, deine Oma fährt durch die Stadt. Mit dem Hühnerstall. Mit 50, ja. Ach, ist das, weißt du, das Schlimme ist, ich habe keinen Frontflügel mehr. Ich auch nicht. Meiner ist komplett gelb. Aber hast du doch noch einen Frontflügel. Meiner ist orange. Ja, meiner ist rot. Ja, wenn Oma durch den Hühnerstall fährt, hat sie auch Frontflügel. Frontgeflügel. Die hat sich aber fast versprochen, nicht? Ja, ich musste erstmal noch die Wörter sortieren im Maul. Denken, dann reden, nicht reden, dann denken. Ja, das ist, ja. Das ist eigentlich meine Arbeit. Ja, ne? Alles schwierig. Fahren die Rollen getauscht heute. Fahren und denken ist nicht so. Verstappen, ne, ohne Witze, ne, wenn du jetzt nicht bald. Wie war der Spruch von Dirk? Irgendwas mit Tanzen und Singen soll man nicht, kann man nicht erzwingen, oder wie war das? Ja, irgendwie sowas. Dodo, wo bleibst du? Ich weiß nicht, was du genommen hast, aber du kommst besser in den Kurven raus. Ich rutsch hier, komm dauerhaft weg. Ja, hätte er mich nicht abgeschossen, wäre ich auch nur davor. Ich fahr dauerhaft nur raus, weil ich halt hier kaputten Frontflügel hab. Ne, da ist alles noch ganz. Verstappen, verpiss dich! Ich fahr auf Abtrieb. Oh, 30 Sekunden, Bruno! Hab mein Setup nochmal gewechselt vorher. Auf höheren Abtrieb, hä? Ja. Ja, wusste ich's doch. Und ich hab von höherer Abtrieb auf ausgewogen gesetzt. Ja, das hatte ich davor. So, komm, Alex, die 3 Sekunden, die kannst du rausfahren. Wetterbericht. Es bleibt so. Ja, es wird sich nichts ändern. Wetterbericht. Bleibt ja, alles ja so, wie es fragen. Wetterbericht. Fragen kostet ja nichts. Weiche Reifen passen gerade am besten. Es soll aufhören zu regnen, du sollst auf rote Reifen wechseln. Ah, alles klar, Dude. Wenn du das wirklich machst, ne? Boxenstopp. Jo, alles klar. Boxenstopp. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Ja, danke, Alonso! Spanischer Hurenso. Piep.
kannst du eigentlich so ruhig sein? Wenn Dodo auf Rot wechselt, ja, jetzt, und auf dem zweiten Platz bleibt, dann lasse ich ihn vor. Challenge accepted, ha? Ich will's riskieren. Nee, das überholt mich alle, wenn ich aus der Box komme. Alter, die Reifenabnutzung hier ist ganz schön krass, ne? Ja. Na, ich muss in die Box und ich werde jetzt wieder absolut überholt von allen. Scheiße. Ja, die Bots werden, glaube ich, nicht reinfahren. Nee. Heißt, du musst sie alle selbstständig überholen. Boah, Kurve. Profi-Kurve. Der Latifi vor mir, Alter. Ich kotz ab. Der Typ ist geisteskrank. Oh Mann, Das wird doch wieder nichts hier. Wie der Motor jammert. Ja. der sauft wahrscheinlich fast ab. Bei mir im Schritt hat sich schon ein Sumpfgebiet gebildet hier. Ja. Ich hätte gern ein neues Unterhöschen. Gibt's nicht. Ich hätte ja nur trockenes Wetter. Das ist nur, weil du in deinen Anzug gepinkelt hast. Ja, ganz genau. Darum wird's liegen. Ja, das machen viele F1-Fahrer. Manche haben eine Windel an, du Depp. Aua, ich habe mir den Ellenbogen angeschlagen. Hat man nicht gehört. Klang eher so, als ob zwei Weihnachtskugeln hier, so Christbaumkugeln runterfallen. Oder als ob hier bei Minecraft Glas kaputt gemacht wird. Du bist auf P9 vorgefahren. Du bist jetzt auf P9. Wir sehen Besserung im Wetter. Ich nicht. Intermediates könnten jetzt gut sein. Reifenstatus. Wetterbericht. Wetterbericht. Die Strecke sieht jetzt besser aus als vor ein paar Minuten. Wenn wir das stehende Wasser noch etwas mehr. Also er sagt auch, man könnte jetzt schon auf Intermediates wechseln. Nee, meiner sagt's noch nicht. Also er meint, wenn du sicher bist, dass du mit ihnen fahren kannst, solltest du wechseln. Also es hört langsam auf, ja. Aber ich, für mich ist das noch zu riskant. Wenn die Bots reinfahren, ja. Dann ja. Hey, Kevin? Hm? Kommst du nach hinten? Deine Box. Achso. Weil irgendeiner vorne meinen Frontflügel abgeschossen hat. Hat rote Reifen gewechselt. Nee. Rennen ist gelaufen. Ja. Für mich auch. Wieder keine Punkte. Wie sieht's bei Mike so aus? 9 Daumen. Ah, wenigstens Punkte. 2 Stück, ja. Kap orange Frontflügel. Ah, solange du die Position halten kannst. Ich glaube, bei dem krassen Gefährt, was du da hast, da trust du schon. Bin da ganz bei dir. Wenn Albon nicht so weit vor mir ist oder hinter mir, der macht ganz schön Welle. Da musst du die Welle reiten wie ein Surfer. Gerade beim Regenwetter. Du Latifi, trag doch das Auto zum Ziel! Wir hatten eigentlich die schnellste Runde.
Ich. Der Cheater. Der Cheater-Gamer. Na, Reifeleistungsleiterin, Reifeleistung. Wetterbericht. 10 Punkte. Da wird sich nichts ändern. Vor. Oder gibt die Hoffnung nicht auf? Nee. Aber okay. Reifen starten. Da liegt ein Stück Frontflügel. Ach echt. Oh oh. Nimm mir was Neues. Komm Chris, wechsel mal auf Intermediate. Du hast genug Zeit vorne. Ja, er hat gesagt, es könnte rutschiger werden, aber auch schneller. Controller ist nur mal vibrieren, ey. Ja. Ja. Und... Alter Latifi, wenn du mich noch einmal wegschiebst, ne? Bombardier ich dein Land. Bombenangriff! Vettel, ne? Vettel! Wisst ihr, was jetzt für eine Frage kommt? Wetterbericht! Wetterbericht! Reifenstatus! Der will, dass ich auf Slicks wechsle. Was ist denn mit eurer Box los? Meiner sagt Starkregen 20 Minuten. Ja, doch, rote Reifen. Meiner sagt Winterreifen. Winterreifen. Mit Spikes. Das ist perfekt gelaufen. Wir sind stolz auf dich. Nee, der ist gebannt. Er ist gebannt. Die Spikes. Ach so. Oh, da ist Alex. Oder wer ist das hier? Norris? Alex, oh. Welchen Platz hast du? Hallo? Ich will nicht drüber reden. Das letzte. Das ist Alex vor dir. Okay. Weißt du, Chris hat so viel Zeit vorne und könnte eigentlich mal auf Intermediates wechseln und dann macht's halt, man. So ein Schisser. Hättest du das gemacht? Ja, klar. Glaube nicht. Lass ihn mal vor und lass ihn probieren. Aha. Vielleicht komme ich noch zu einem Punkt. Die Hüpfen sollen langsam weggehen. Kommt mehr Crip. Perfekt, boy. Das waren aber keine 20 Minuten. Ist auch keiner, aber... Funkstelle bei ist Martin. Ja. Mit einem Regentropfen drin gekommen, deswegen regnet nicht. Naja, bei dem letzten Regen des desaströsen Rennen da mit der letztes Mal, ja. Strategie da mit doppelt gelb im Regen, ist das verständlich, dass sie, glaube ich, jetzt nichts mehr sagen. Oh, die Sonne kommt raus. Ja. Boxenstopp. Hart. Blaue Flagge,
Boah, Alex, du rutscht aber ganz schön. Oder ist das wieder nur... Ach so, du bist schon auf grün unterwegs, okay. Ach, Alex ist schon auf Intermediates. Ja. Das könnte vielleicht sogar noch für Punkte reichen. Und welcher Platz bist du? Weiter. Was, ich? Ja. Weiter. Verdient. Nix unverdient. Alles gehalten. Oh! Jetzt alles auf das Thema ist 15 Minuten weniger Pfützen. Also in Sektor 3 Reifenstatus. So wie es aussieht, ist es Zeit für einen Reifenwechsel. Die Situation ist nicht sehr eindeutig, aber je länger wir bleiben drin. Alge. Alge. Bandkasten. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 50,4 Sekunden. Kurve abgekürzt. Bottas hat mich rausgeschubst. Kick. Klatscher-Kick. Also Dodo, erster oder Kick? Ja, das mach ich doch nicht. Das sind 20 Sekunden auf Chris. 23. 24 jetzt. Was mit 24? Du, ja, bist du bei 21. Hast, ja, du hast noch deine 3 Sekunden. Ach. Die zählen dazu. Zählen nirgendwo rein. Doch, doch. Nein, nein. Alex redet ja nicht mehr. Ich wollte immer Feedback haben von den Intermediates. Sonst würde ich jetzt wechseln gehen. Ich bin sicher, dass wir noch ein bisschen bei diesen Reifen bleiben sollten. Aber die Strecke wird definitiv trockener. Ein Reifenwechsel wird wohl bald möglich sein. Ach, Russell, du schon wieder. Als ob die mal, als ob sie meine Gedanken lesen könnten. Meine Box. Stop. Es gibt keinen Grund, jetzt was an der Strategie zu ändern, also bleib draußen und wir brauchen keinen Reifenwechsel. Aber ich wechsle gleich drin. Letzte Runde, ich auf Rote. Never gehst du auf Rote. Doch. Noch inholen könnte, ey. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Wenn es jetzt für, ich sag mal, für 2 Runden noch richtig trocken wäre, also wirklich trocken werden würde und würden alle reingehen zum Wechseln, dann würde es nochmal einen richtigen Kampf geben. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Seid den Arsch schon hier rochen, Verstappen. Kevin, was für Reifen fährst du? Blau. Neue blaue? 23%. Du warst mal in der Box, ne? Ja, ich hatte einen roten Frontflügel. Also ich hab... Vorne links habe ich 57%. Ich auch. Ja, Punkte werden's. Albon kriege ich noch. Perfekt eingebogen. Die Stoppzeit sieht gut aus. Wir sind sehr zufrieden. Sei gut zu diesen Reifen. Nee, Chris. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren.
Was? Er hat's gemacht. Hat er gemacht? Intermediens drauf. Ja, meine Box hat gesagt, das ist noch Kinder. Mein Gott, Albon, ne? Leck mich am Arsch. Mach die Augen auf. Jetzt aber, komm. Zieh. Ansaugung. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Da komme ich nicht mehr hin. Da, hallo! Man hört nur den Controller. So, fest. Verwarnung, fest. Woll. Ach komm, leck mich. Dodo, ich bin links von dir. Ich weiß. Oh, Entschuldigung. Ja, alles gut. Voll. Ich bin selbst rausgeflogen. Oh! Alter, da habe ich nochmal fett eingelenkt. Ja, ich auch rüber. Och, Kevin ist schon wieder hinter mir, eh. Wieder auf Regen rennen. Kann doch nicht sein. Ich hab halt frische Reifen, also so. Ja, ich weiß. Ui, Sandkasten. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Saugen, saugen, saugen. Bremsen. Bremsen, bremsen. Weißt du, was witzig wäre, Chris? Was denn? So vorm Ziel, weißt du, wir sind richtig hinter dich, dann dich, Sandkasten. und... Ich würde mich daran dir ein Stück vorbeisaugen. Aber jetzt bist du eben. Das macht ja sowieso nichts. Hab dich vorher lassen, dafür hältst du mich zu Noda auf. Alter Kevin, ne? Irgendwann ist doch genug. Hi, Sandkasten. Ja, bitte. Oh, danke. Oh, 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 nein, der dreht mich doch gleich. War alles geplant. In der Tokyo Drift. Nein! Nein! Oh. Ich schieb die voran. Oh oh. Bei mir zeigt er was orange an. Oh mein Gott. Ich hab 70% auf meine Reifen. Was hast du? 70. Oh. Er macht mir schon Warnmeldung. Ja, da passiert jetzt nichts mehr. Bei mir ist alles rot. Frontflügel, meine Reifen sind auch schon rot. Oh, alter Dude. Und er hat die schnellste Zeit noch gegönnt. Ahu! 1,32 Eppes hast du. Nur erster, weil er mich rausgeschossen hat. Ja. Naja, Hamilton hat auch einiges dabei zu tragen. Ach, Scheißrennen. Glaub, hättest du auch nochmal auf grün gewechselt, Kevin, hättest du die schnellste Runde nochmal wiederholen können. Das hätte ich müssen wahrscheinlich vorher mal die blauen nochmal drauf gemacht haben. Kacke, ey. Ich wollte meinen Platz 2 nicht riskieren, weil Hamilton halt so dicht hinter mir war. Ja, liebes. Oh, und mir tut Mike richtig leid. Ach, ein Platz hinter Punkten. Ja, ich bin Kevin hinten rinnefahren, der dreht sich. Ich versuche noch hier wieder hinzustellen. Jas, bei ihnen an der Seite drin, wisst ihr? Dann kam du mit, und einer kam dann von hinten, er hat mich dann komplett rausgedreht. Tsunoda, schätze ich mal. Ja, stimmt, Tsunoda wartet. Ach, mies. Ich hab den noch schön aufgehalten mit dem Tokyo Drift. Ja. Was? Herzlichen Glückwunsch, Alex. Gibt leider noch nichts Punkte, kaufen, Alter. Kann ich mir noch nichts von kaufen. Wollte ich gerade sagen, gibt leider keine Punkte dafür. Sollten sie vielleicht auch einführen? Einen Punkt oder so, weißt du, wie die schnellste Runde. Ja, ich glaube, Alex war Sieger der Herzen. Ja. So, wir gehen weiter, wollen wir nicht sehen.
Somit bedanken wir uns für die Folge. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ja, tschüss. Vielen Dank für die Folge.